Hallo, willkommen zu Deutschwelt. Heute können wir weiter die Deutsch-Lernen üben. Ich habe einen neuen Artikel vorbereitet. Und dieser Artikel geht um die Essensgewohnheiten der Deutschen. Das heißt, am Morgen, 那同样呢，跟以前的影片一样，我们有一个全部用都用德文，只是来阅读这个文章的部分，也就是说，我们可以练习它的发音。那我们还有一个后续的分析里面的单字、句型、意思这些内容的一个分析的部分。好，那我们现在就是赶快开始来阅读这个文章，练习跟训练我们的德文的发音。 Essgewohnheiten in den deutschsprachigen Ländern. Meistens isst man in den Dachländern drei Mahlzeiten. Das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen. Viele Leute stehen auch früh am Morgen auf und nehmen sich Zeit zum Frühstücken. Auf dem Frühstückstisch gibt es oft verschiedenes Brot, Butter, Marmelade, Käse, Wurst, Eier, Müsli, Joghurt und Obst. Man trinkt Kaffee, Tee oder auch Orangensaft. Es gibt aber auch Leute, die in der Früh gar nichts essen und nur einen heißen Kaffee, Tee oder ein Glas Wasser trinken. Am Wochenende kann man noch entspannter frühstücken. Wenn man einen Balkon oder einen Garten hat und das Wetter nicht zu kalt ist, dann frühstückt man auch gerne dort. Die Hauptmahlzeit in den deutschsprachigen Ländern ist das Mittagessen. Die meisten Leute essen zwischen 12 und 13 Uhr. Es ist beliebt, als Vorspeise eine Suppe zu essen. Als Hauptspeise gibt es verschiedene Gerichte mit Fleisch oder Fisch, zusammen mit Kartoffeln oder Knödeln, Gemüse und Salat. Einige Leute essen auch vegetarisch. Das bedeutet, dass sie kein Fleisch essen. Als Nachspeise gibt es meistens Obst, Kuchen oder eine andere Mehlspeise. Zum Essen trinkt man gerne Wasser, Saft, Softdrinks, Wein oder Bier. Wenn man am Nachmittag einen kleinen Hunger hat, ist es auch üblich, eine Jause oder einen kleinen Snack zu essen. Viele Leute greifen dann zu Kaffee oder Tee mit Kuchen oder vielleicht auch Obst. Im Vergleich zu den Mittelmeerländern isst man in Deutschland, Österreich und der Schweiz relativ früh zu Abend. Ungefähr zwischen 6 und 7 Uhr. In vielen Fällen, aber nicht immer, essen die Leute nur eine einfache Mahlzeit. Man isst Wurst, Käse und Salat mit verschiedenen Brotsorten. Trotzdem haben viele Leute zu Mittag nur wenig Zeit zum Essen. Ihre Hauptmahlzeit ist dann das Abendessen, wo sie auf jeden Fall etwas Heißes essen. Heutzutage gibt es aber eine große Auswahl an ausländischer Küche. Mit der Zeit haben sich die traditionellen Essgewohnheiten auch geändert. In den Großstädten findet man immer mehr internationale Restaurants. 好的，分析的部分开始了。 Essgewohnheiten in den deutschsprachigen Ländern, also Essgewohnheiten, Essen, es它的这个意思就是吃，吃饭， Gewohnheiten就是习惯的复数， Essgewohnheiten in den deutschsprachigen Ländern. Na, deutschsprachig, 就是讲德文的, Deutsch 就是德文, sprachig 就是这个语言, 德语区的国家, 叫做deutschsprachige Länder, 这里要有一个一点点变化, in den deutschsprachigen Ländern, 加个N. 好的, 这个是标题, 现在呢,
Meistens isst man in den Dachländern drei Mahlzeiten. Tungzang, meistens ist Tungzang. Zai Dach der Guojia, Dach ist was? Wir haben drei Dong Fan oder drei Dong verschiedene Zaiyao. Dach ist eine Gänzung, eine Sorsche. Das ist D, das ist Deutschland. A, das ist Austria, das ist Österreich. CH, das ist Rüsche, das ist Gänzung. Wir haben diese Gänzung, die Zange zu der Guojia, das ist Dach, die Dachländer. Das ist eine bisschen lösende Jungzi. Na, wir haben drei Dong Fan, Itien, Tungzang. Das Frühstück, Zauzan. Das Mittagessen, Wuzang, und das Abendessen. Viele Leute stehen auch früh am Morgen auf und nehmen sich Zeit zum Frühstücken. So, 很多人, also viele Leute, 很多人, stehen auch früh am Morgen auf. Stehen auf, sie gefällt die Dongzi, 起床, stehen auf. Na, früh am Morgen, also 很早. 一大早, am Morgen 是早上的时候, 我们前面加个 früh 就是很早, ja? 然后再个 auch 就是也有, 就是也有人, 他们, 也有很多人, 他们一大早起床, 然后呢, 他们怎么样呢? Und nehmen sich Zeit zum Frühstücken, 也就是说, 他们比较, 给自己多一点的时间可以享受, 可以吃早餐。 Nehmen sich Zeit, das ist sich nehmen, das ist gei zizi, na gei zizi, nehmen, das ist na de isi, na gei zizi, shijian, das ist chou kong de isi, ja? Zum Frühstücken, zum, das ist weile, weile zi zaozan. Auf dem Frühstückstisch, das ist zai zige zaozan de zhuozi shangmian, womit, das ist so, zige zige jiangfeng, womit yo ige zhuozi, nao zamen, das ist doyo nige zaozan de, womit yo zi de dongxi. Na, das ist der Frühstückstisch. Na, Josemann, ho Zangzang Josemann, ich mir oft diese Zangzang. Verschiedenes Brot, butongde, oder ist gezung butongde, verschiedenes, das ist gezung butongde, ist Brot, das ist Mienbau, Butter, das ist Naiyo, Marmelade, das ist Guojiang, Käse, das ist Ruolo, oder ist Cheese, Wurst, Wurst, das ist Xiangzang. Eier, das ist Gidan. Müsli, Müsli ist ein Zong. Jungsang, Yenmai Pien, Ugu Leide, Ne Zong. Womit Jagger Nionai, oder ist Jagger Yoga, Ichi Zide. Joghurt, natürlich Yoga und Obst, Obst, das ist Schrego. Man trinkt Kaffee oder Tee oder auch Orangensaft. Zige Mann, wo ist Nanren, der ist. Zige Mann, das ist Ren, Renja, Renmen, wo man Yoga. 可以用man来表达没有一个具体的一个主词或一个具体的对象，就是大家或人人家 yeah? Man trinkt Kaffee, Tee oder Orangensaft. Orangensaft 也就是流程汁, Saft 就是汁. Es gibt aber auch Leute, die in der Früh gar nichts essen und nur einen heißen Kaffee, Tee oder ein Glas Wasser trinken. Es gibt... Jo, jo, so mehr an der Renner. Es gibt aber auch Leute, jo, so mehr an der Renner, die in der Früh gar nichts essen. Tamen zai zaozhang de shihou, semme dou bu zi. Women zaozhang de shihou, women jo ige jiangfa si am morgen, lingwai ige jiangfa jiu si in der Früh. Women iban lai shuo, women zai Audili, women hen xiguan, shuo in der Früh, wo man tungzang bu hui shuo am Morgen, wo man dou hui shuo in der Früh. Na gao bu hao, wo man zai, jiu shi tamen zai nan, de guo nan bu le, zai de guo nan bu, tamen ye you, yi xie ren hui zhang shuo, hui zhang zi jiang, bijiao xiguan zhang shuo. So, am Morgen in der Früh, dui bu dui, die in der Früh gar nichts essen, jiu shi semme dou bu zi, nichts essen, ye kei zhang shuo, gar nichts essen, sie so ein Chiangdiao, jiu zhen de, Wanchen, das ist Semmelbutze. Und nur, zio, ne, einen heißen Kaffee, Rührkaffee, Za, oder Hoibei Shui, ja, ein Glas Wasser trinken. Okay, am Wochenende kann man noch entspannter frühstücken. Na, seit Zomo des Sihou, Hai Kei, zum Beispiel, ne, Gang Ching Song de, Fang Song Ching Ching de, Jus Kei Gang Ching Song de, Chi Zao Zan. Entspannt, das ist Ching Song de.
那我们就比较级的话 entspannter 加个 er 也就是更轻松一点，那加个 noch 就是还更轻松一点吃早餐。 Wenn man einen Balkon oder einen Garten hat und das Wetter nicht so kalt ist, dann frühstückt man auch gerne dort. 如果呢, wenn, 它可以是如果, 也可以是当, 当有什么情况的时候, 然后它是一个从句, ja? Wenn man einen Balkon, 也就是一个阳台, 当你有, 当人家有个阳台, oder einen Garten hat, 或者是有个花园, und das Wetter nicht zu kalt ist, 然后那个天气不会太冷, dann, 那就怎么样呢? Frühstückt man auch gerne dort, 那就也很喜欢在那边吃早餐. Die Hauptmahlzeit in den deutschsprachigen Ländern ist das Mittagessen. Hauptmahlzeit. Mahlzeit, 也就是一顿饭, 这个没办法在这个 中文里面真的做一个非常准确的翻译，可是就是要像一道菜，你吃的那个菜或一顿饭，你像这样数的话，就是Mahlzeit, eine Mahlzeit, ja? Haupt 就是主要的，也就是主餐，主餐。我们的主餐是什么时候？我们最主要的就是一道菜或一顿饭是什么时候吃的呢？也就是在这个中午的时候。所以我们的午餐。 Das Mittagessen, ja, 在德文的国家是最主要的一顿饭. Die meisten Leute, 大部分的人, die meisten Leute essen zwischen 12 und 13 Uhr. 就是在12点跟下午1点之间吃午餐. Also zwischen 就是介于 或者在一个东西的之间，英文的 between 就对了。Es ist beliebt 受欢迎的或是流行的 beliebt als Vorspeise eine Suppe zu essen. 那什么样的事情是很流行的？也就是当做前菜吃一个汤。 小心，我刚刚试了吃一个汤，因为我们德文，我们说吃汤，我们不会说喝汤，所以当然中文是喝汤啊。可是你要注意，德文的话是 eine Suppe essen, eine Suppe essen, OK? Als Vorspeise 就是作为前菜或当做前菜。现在 als Hauptspeise 当做主餐 gibt es verschiedene Gerichte, 有不同的菜肴。 Mit Fleisch oder Fisch, 就是含着包含着那个肉或者是鱼, zusammen mit Kartoffeln oder Knödeln, Gemüse und Salat. 那一起还有什么呢? 搭配着马铃薯啊，或者是Knödeln, Knödel 就是团团子, Gemüse, 蔬菜 und Salat, 还有沙拉. 当然沙拉也是一种, 也可以当做蔬菜, 因为里面是蔬菜就对了。 Einige Leute essen auch vegetarisch, 也就是说有些人或许多人他们也吃素, vegetarisch, 素食的, vegetarisch. Das bedeutet, dass sie kein Fleisch essen. Das bedeutet das, 然后再一个从句, 动词要到后面, 有变的动词要到后面, 从句都是这样子, das bedeutet, dass sie kein Fleisch essen, 也就是说他们不吃肉。 Kein Fleisch, 没有肉, no, essen, 吃, 不吃肉. Als Nachspeise gibt es meistens Obst, Kuchen oder eine andere Mehlspeise. So, 当做什么呢? 甜点, 就是饭后的那个 Nachspeise, 之后可以吃的这个一道菜, 就是甜点. Gibt es meistens Obst, 通常有什么? 水果, 还有那个 Kuchen, 蛋糕, oder eine andere Mehlspeise, 或者一个其他的, 就另外一个那种 Mehlspeise 是什么呢? Mehlspeise, 有像蛋糕类的, 糕点类的, 那种甜点. Zum Essen trinkt man gerne Wasser, Saft, Softdrinks, Wein oder Bier. 所以, 就是 zum Essen, 你可以怎么理解呢? 也就是 配着吃饭, 就是搭配着这个, zum Essen, zum Essen. Zum Essen trinkt man gerne Wasser, 喜欢
喝水啊、果汁啊，还有什么那种 soft drinks，也就是所谓的饮料，也就是什么可乐啊，或那些对，就是比较甜的东西，甜的饮料，Wein，葡萄酒，oder Bier，啤酒。Wenn man am Nachmittag einen kleinen Hunger hat，如果在下午的时候有一点点，就是肚子饿，就是只是一点点饿而已。Ist es auch üblich 就是很普遍，ja, eine Jause oder einen kleinen Snack zu essen，这个就是点心的意思。Jause 可以这样用，或者是 snack 是比较外来词的感觉，也就是点心的意思，吃一点的东西。Viele Leute greifen dann zu Kaffee oder Tee mit Kuchen oder vielleicht auch Obst. 很多人呢，greifen 其实是抓，也就是拿着，就是选择的意思。他们选择呢，他们选择什么呢？他们就会选择咖啡或茶加，就是配着那个蛋糕，或者也许也有那个水果，vielleicht auch Obst，vielleicht 就是也许。Im Vergleich zu den Mittelmeerländern, im Vergleich zu, 这个是相比较，与什么相比较？Im Vergleich zu den Mittelmeerländern ist man in Deutschland, Österreich und der Schweiz relativ früh zu Abend。所以，如果你跟地中海的国家相比较的话，在德国、奥地利跟瑞士会比较早吃那个晚餐。Relativ 也就是比较，你可以跟一个。这个形容词搭配在一起就是比较，加个形容词，像 relative früh，也就是比较早，比较早。然后 zu Abend essen 是那个结构，isst man zu Abend 吃晚餐，ungefähr zwischen 6 und 7 Uhr 大约6跟7点之间。In vielen Fällen, aber nicht immer, essen die Leute nur eine einfache Mahlzeit。那 in vielen Fällen 也就是在很多的情况底下，或者是常常的，and Fall 就是情境或情况，aber nicht immer，但是不是总是，不是都是这样子。Essen die Leute nur eine einfache Mahlzeit，就是他们这些人啊，或人们大家，他们只会吃一个比较简单的一顿饭或一道菜，在晚上的时候比较少一点。Man isst Wurst, Käse und Salat mit verschiedenen Brotsorten，会吃什么香肠啊、起司或者是沙拉，跟不同的或各种不同的面包的，就是类型一起。Sorte 就是类型。Trotzdem haben viele Leute zum Mittag nur wenig Zeit zum Essen。Trotzdem 就是尽管如此，或就算是这样，就算这个我们午餐是最主要的一道菜。Haben viele Leute 很多人在中午的时候没有很多的空可以吃饭呀。Nur wenig Zeit zum Essen，那个 zum 这里代表一种目的性，就是为了吃饭或可以吃饭，就没有很多的空。Ihre Hauptmahlzeit ist dann das Abendessen，所以他们主要的主餐就变成晚餐。Wo sie auf jeden Fall etwas Heißes essen，那个 wo 不是哪里的意思，这里是一个从句，那代表在那个时候或在那个情况底下，那个 wo 也可以这样用的。这里不是疑问词，不是了，它是一个关系句的用词。所以 wo sie auf jeden Fall 呢，在那个情况，他们就一定呢，auf jeden Fall 是一定会吃一点热的东西，etwas Heißes 就是热的东西，我们可以这样用的。Etwas 就是某个东西，后面加一个原本是形容词，你可以变成大写加个 es，因为变成东西。Etwas heißes 就是热的东西。我举个例，如果是冷的东西怎么说呢？Etwas kaltes 就是冷的东西。你这样可以加任何一个形容词，这样搭配变成这个意思。现在还有一段，heutzutage 就是如今。今天，现在这个时代，现在呢呀，gibt es aber eine große Auswahl an ausländischer Küche？有一个什么呢？就是有一个很大的选择性，有很大的选择，可以选择什么呢？也就是国外的料理。那个 Küche 这里不是厨房，
不是,这里是料理的意思,Küche 有两个意思,一个是厨房这个地方,一个是料理。 OK,所以现在就是很当然很国际化了,然后你可以选择很多不同国家的料理。 Mit der Zeit haben sich die traditionellen Essgewohnheiten auch geändert. Mit der Zeit, Zeit 是时间,对不对? 如果你想说 mit der Zeit 的这个意思,也就是 随着时间的经过,可以这样理解,伴随着这个时间的经过, mit der Zeit haben sich die traditionellen Essgewohnheiten auch geändert. Sich ändern, 这里是一个反身动词, sich,前面有那个sich,对不对? Now, geändert, 原本是ändern,改变的这个意思, 所以这里主词自己改变的意思, OK? 所以组织是那个traditionellen Essgewohnheiten, 这个是传统的饮食习惯, 也改变过了, 也改变掉了。OK? In den Großstädten, 在大都市, findet man immer mehr internationale Restaurants. 你会找到什么呢? 你会越来越多的国际的餐厅, immer mehr, 也是越来越多, 像 immer 加一个形容词, 它的比较级的话, 也就是越来越,加个形容词, 我举个例, 越来越好, 譬如说, 越来越好, immer besser, immer besser, 越来越冷, immer kälter, yeah? 我们会这样用到。 Super, 这篇文章讲完了, 那我非常的希望你透过今天的练习, 也有学到一些新的德文, 不管是一些句型啊, 一些讲法, 或一些新的单字。 那如果你喜欢这个影片, 非常欢迎你, 也非常感谢你, 来帮我按个赞, 你也可以, 帮我分享这个影片。 谢谢你们, 祝你们今年开心, 我们在下个影片见。